Kochen und Geniessen mit dem David Geisser wird Ihnen präsentiert von Grüezi und herzlich willkommen zu Kochen und Geniessen. Ich bin David Geisser und heute machen wir feine Brownies mit schwarzer Geissmilchschoki. Als erstes vorheize ich den Backofen auf 180 Grad. Und dann fangen wir an mit dem Mise en Place. Als erstes hacke ich Nüsse in grobe Stücke. Also wirklich einfach hier ein bisschen so quer über die Nüsse. Schneiden. Als nächstes habe ich hier eine Vanilleschote. Ich tue die der Länge nach halbieren. Und jetzt tue ich die mit der stumpfen Seite tue ich da das Mark rauslösen. Ich behalte die Vanilleschote bei mir daheim auf und tue sie in die Zuckerbox. Ich habe eine Zuckerbox und da tue ich immer die Vanilleschoten, wo noch richtig feinen Geschmack und einen feinen Duft haben, dort dazu. Und so schmeckt nachher der Zucker leicht nach Vanille. Und ich tue die Schoki fürs Wasserbad vorbereitet. Die werde ich schmelzen. Der Vorteil ist jetzt, dass wir es vorher schon ein bisschen zerbrochen haben, dass wir jetzt nicht mehr gross hacken müssen. Man kann das auch viel gröber nachher zum Wasserbad geben. Aber je feiner die Schoki schon geschnitten ist, gebrochen ist, desto schneller geht es nachher auch im Wasserbad. Darum tue ich jetzt noch mal ein bisschen nachschneiden, nachhacken und dann ist das bereit fürs Wasserbad. Dann geben wir noch die Butter dazu. Den tun wir mitschmelzen und einen Schuss vom Santis Cream. Und jetzt tue ich das auf dem Wasserbad schmelzen. Wichtig ist, dass man nicht zu viel Power gibt. Das Wasser soll nicht extrem kochen, weil die Schoki darf nicht über einen gewissen Schmelzgrad kommen oder sollte nicht über einen gewissen Schmelzgrad kommen. Darum lieber langsam die Schoki schmelzen. In der Zwischenzeit wird die Schoki mit dem Butter schmelzen und wir tun da mal zum Vanillezucker den Zucker dazu. Dann geben wir Eier noch dazu. Die Masse habe ich jetzt aufgeschlagen, bis sie so eine weissliche Farbe bekommt, so eine cremige Farbe bekommt. Dann ist es eigentlich gut. Und die Schoki ist unterdessen auch geschmolzen. Und wir geben jetzt vorsichtig die noch warme Schoki dieser Masse dazu. Und zum Schluss geben wir noch das Mehl dazu und die gehackten Nüsse. Dann rühren wir das noch einmal gut untereinander rühren. Und dann ist die Masse bereit für die Form. Einfüllen. Die Form habe ich schon vorgefettet, mit Butter gut ausgestrichen. Und ich fülle jetzt die Schoki-Nussmasse in die Springform. Dann kann man auch gut noch ein bisschen schwenken, dass es gut sich verteilt. Und dann geben wir die Brownie-Masse jetzt für 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Die Backzeit der Brownies ist um. Die nehme ich jetzt raus und muss sie noch zuerst einen Moment abkühlen lassen. Es schmeckt schon sehr fein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder einschalten. Dann machen wir eine Meeresfrüchte-Galdeira, eine Spezialität aus Portugal, mit Jakobsmuscheln, Riesengrevetten und Tintenfisch. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spass beim Ausprobieren, natürlich einen guten, ganz einen schönen Abend. Ade miteinander. Kochen und Geniessen mit dem David Geisser wird Ihnen präsentiert von
Thank you.